Herzlich willkommen bei Reif für die Couch, dem Podcast für alle Erschöpften, deren Leben leichter werden darf. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Sabine und ich habe heute wieder eine Übung für dich vorbereitet. Eine Übung, die dir hilft, dich innerlich zu stärken und dich zu schützen vor all dem, was im Außen ist und was dich belasten kann. Menschen, Dinge, Situationen, einfach alles, was Angst macht und was dir Energie und Stabilität raubt. Ich wünsche dir eine gute Übungssession damit. Such dir einen angenehmen Platz. Tatsächlich wird es einfacher sein, wenn du diese Übung in einem, ja, an einem ruhigen Platz machst, wo du ungestört bist. Sie kann vielleicht auch auf einem Spaziergang durchgeführt werden, aber ist womöglich weniger wirksam. Teste das für dich aus. Wir kommen an, da, wo wir gerade sind. Du kommst an, da, wo du gerade bist. Du suchst dir eine bequeme Position für deinen Körper, in dem es angenehm ist, die nächsten Minuten zu verweilen. Ein Ort, an dem du dich sicher fühlst und an dem du ungestört bist. Mit geschlossenen Lidern ist es angenehm, in sich hineinzuhorchen. Da hört man die Geräusche von draußen immer stiller werden, dafür aber umso deutlicher meine Stimme, die langsam etwas ruhiger und getragener wird. Und du hörst deinen Atem, wie die Luft in dich hineinströmt und wieder aus dir hinausströmt. Ruhige Atemzüge. Und vielleicht hörst du auch Verdauungsgeräusche aus der Tiefe deines Bauches. Das ist ein gutes Zeichen von Entspannung. Und vielleicht fühlst du deinen Herzschlag, ruhig und gleichmäßig. Das ist gut, ein Zeichen von Lebendigkeit. Vielleicht hörst du den Nachhall deiner Gedanken. Und der Nachhall wird immer ruhiger und zuversichtlicher. Ruhiger und ruhiger. Und es ist gar nicht notwendig, sich auf Entspannung zu konzentrieren oder meinen Worten zu folgen, denn dein Unbewusstes wird ganz zielsicher und kreativ in dir die richtigen Bilder und Worte und Vorstellungen entstehen lassen, die heute am besten für dich sind. Die so gut für dich sind, dass du damit deine Stärken und dein Zutrauen weiter ausbauen kannst, kraftvoll und mutig, Schritt für Schritt. Und so kannst du spüren, wie sich in deinem Körper eine lockere Schwere oder schwere Lockerheit entwickelt. Eine flexible Stabilität oder stabile Flexibilität. Eine gelöste Kraft oder kraftvolle Gelöstheit in genau der richtigen inneren Balance. Ruhe und Entspannung breiten sich aus. Deine Zehenspitzen sind entspannt und die Unterarme locker. Die Unterschenkel locker und die Mundwinkel entspannt. Dein Becken entspannt und die Kopfhaut ruhig. Deine Oberschenkel ruhig und der Brustbereich weit und entspannt. Die Füße sind warm und die Oberarme locker. Stirn und Augenlider entspannt. Der Bauch wohlig und weich und die Hände locker. Kopf, Herz und Bauch. Auf einer Linie, ganz im Gleichgewicht.
Alles Bewusste und Unterbewusste ist auf liebevolle, stärkende Ermutigung ausgerichtet. Und ein angenehmes Gefühl der Sicherheit stellt sich von allein ein. Weniger bewusst, mehr unbewusst. Wohlergehen und Kräftigung und Stärkung mit jedem Atemzug mehr. In Stärkung und Wohlergehen und Kräftigung mit jedem Atemzug mehr. Und in deinem Inneren können nun Bilder der Sicherheit, des Mutes und des Schutzes entstehen. Schutz, das ist heute unser Thema in dieser Übung. Nach Studien des Persönlichkeitsforschers Eisenack ist Unsicherheit kein stabiler Persönlichkeitsfaktor, sondern nur ein Mangel an Übung. Selbstvertrauen und innere Kraft kann also rasch und effektiv trainiert werden. Auch bei dir. Gerade bei dir. Fangen wir heute damit an. Du atmest ruhig, gelassen und locker. Dein Ziel ist inneres Wachstum und Stärke und Selbstvertrauen. Und auf diese Kräftigung bist du ausgerichtet. Und so kannst du dich in Wohlbefinden ganz wohlig sinken lassen, in ein wohltuendes Wohlgefühl, wie in eine warme Wolke aus Warmherzigkeit, die dich wohlig und warm und wunderbar weich umwogt. Und diese Wolke darf zu deinem Schutzraum werden. Und vielleicht formt sie sich in eine Art Schutzkugel, in deren Mittelpunkt du bist. Das heißt, da gibt es einen Raum um dich herum, der nur dir gehört. Dein Raum von Sicherheit, dein Kraftraum, dein Schutzraum. Stell dir vor, du würdest überall um dich herum etwa eine Armlänge Platz gewinnen und erst da endet dieser Raum. Nach oben, nach unten, zur Seite. Es umhüllt dich eine schützende Kugel, in deren Mitte bist du. Behaglich, gelassen und ruhig. Und diese Kugel ist so sicher, wie es genau zu dir passt, zu allem, was du schon kannst, zu allem, was du fürchtest und zu allem, was du dir noch wünschst. Diese Kugel ist genau passend und richtig für dich, angepasst an all deine Fähigkeiten, Ressourcen und Begabungen. Angepasst an all dein Wissen, deine Klugheit, deine Erfahrung und deine Intuition. Und so fühlt es sich an in dieser Kugel. Alles stimmt für dich. Du kannst spüren, das ist dein Raum. Und in dem bist du sicher. Und in dem bist du frei. Die Welt, die anderen Menschen, die Dinge spielen sich außerhalb dieser Kugel ab. Und das ist gut so. Dies hier ist dein Raum, in dem du entscheidest und frei bist. Und so kannst du atmen in diesem Raum, tief und frei. Und deinem Körper in dieser Gelassenheit, in dieser Stärke,
in dieser Kraft und in dieser Flexibilität selbstsicher, vertrauend aufrichten. Dies ist dein Raum. Und womöglich ist er geschützt durch eine Art Membran, durchsichtig. Das heißt, du kannst alles sehen, was um dich herum passiert, und dennoch tangiert es dich nicht. Es berührt dich nicht, es sei denn, du möchtest das. Dir entgeht nichts. Deine Membran ist durchsichtig. Und dennoch können die anderen Menschen, Dinge, Situationen nicht zu dir ganz nah vordringen, es sei denn, du wünschst dir das. Und so gelingt es dir, aus dieser Kugel eine Distanz zu wahren zu anderen Menschen, die vielleicht Erwartungen und Wünsche an dich rantragen. Zu Situationen, die dir Angst machen. Du bist in deinem Raum. Du bist sicher, so sicher und geschützt, wie du es brauchst. Und trotzdem hast du Zugang zu all deinen Fähigkeiten, Ressourcen und Begabung, zu all deinem Wissen, deiner Klugheit, deinen Erfahrungen und deiner Intuition. Alles, was dir Angst macht, dich schwächt, die Energie raubt, prallt ab an der Membran. Denn du entscheidest, was durch diese Membran durch darf. Und du entscheidest es frei, es ist dein Schutzraum. Hier bist du nur dir selbst verpflichtet. Hier musst du das nur mit dir selbst aushandeln. Nur du als Mittelpunkt deines Schutzraums. Und deswegen kannst du die Kraft und die Sicherheit und die Stärke, die damit einhergeht, schon fühlen. Es ist so angenehm zu spüren, wie der Ansturm einfach außen an der Membran abprallt und innen Ruhe herrscht, in der man sich entspannen kann und in der man Kraft schöpfen kann, in der man auftanken und sich wirklich tief erholen kann, in der du frei, offen und zuversichtlich bist. Und so ist es auch dieser Schutzraum, der dir erlaubt, dir Wertschätzung, Vertrauen und Liebe zu schenken. In diesem Schutzraum glaubst du an dich selbst. Und in diesem Schutzraum bist du dir so viel wert. Mit jedem Ausatmen befreist du dich ein Stück mehr von den Zweifeln und der Skepsis, die vielleicht noch da sind. Und mit jedem Einatmen nimmst du Selbstvertrauen, Stärke und Größe in dich auf. Und jedes Mal, wenn du dreimal tief durchatmest, wird sich dieses Gefühl des sicheren, krafterfüllten, stabilen Schutzraums in dir reaktivieren und wird dich stärken. Drei Atemzüge. Und mit diesem Schutzraum wird Selbstsicherheit zu einem selbstverständlichen Anteil deiner Persönlichkeit. Und sie wird dich in allen Situationen sicher leiten. Sie wird dich reifer, ruhiger und bedachter werden lassen. Von Tag zu Tag mehr und mehr. Und zwar genau so, wie es für dich und die jeweilige Situation genau richtig ist. Und nachts wird sich in deinen Träumen diese Entwicklung weiter verfestigen. Du schläfst tief und fest und ausreichend lang. Morgens erwachst du frisch und heiter, voller Energie.
Und mit jedem Tag wird es für dich selbstverständlicher, deinen Schutzraum zu aktivieren und so mit einer inneren Stärke und einer Gewissheit zur Sicherheit durchs Leben zu schreiten. Du darfst sehr bedächtig und sehr vorsichtig sein und austesten, wen oder was du in diesen Schutzraum hineinlässt. Für wie viel deine Kraft in deinem Schutzraum mit dir reicht. Ganz vorsichtig in Testphasen. Kannst du das üben und dann für dich entscheiden, dass es vielleicht zu früh ist, die Herausforderung zu groß, und dann verschließt du deinen Schutzraum einfach wieder für dich und drückst, was immer du reingelassen hast, wieder raus, sodass du wieder allein in deinem Schutzraum bist. Stark, wachsend, voller Selbstvertrauen, mit gestärktem Selbstwert, mit einer Idee davon, was Selbstliebe eigentlich ist, mit deinen Fähigkeiten, deinen Ressourcen, deinen Begabungen, deinem Wissen und deiner Klugheit, deinen Erfahrungen und deiner Intuition, bist du in deinem Raum und genießt, wissend, dass du dich schützen kannst und dass du in Sicherheit bist. Und so schaust du dich nochmal um und spürst nochmal hinein in das Gefühl, und verabschiedest dich langsam mit der Gewissheit aus der Übung, dass 3 Atemzüge reichen, um dich mit diesem Schutzraum und dem damit verbundenen Gefühl der inneren Kraft zu verbinden. Mit dieser Gewissheit kommst du langsam aus dieser Übung zurück, indem du dich wieder genau da orientierst, wo du gerade bist, und deinen Körper wahrnimmst, wie er atmet, wie der Atem dich anfüllt und deinen Körper wieder verlässt. Und du spürst, wo dein Körper Kontakt hat mit Oberflächen, der Unterlage, vielleicht dem Sessel oder Sofa. Du nimmst diese Berührung und diese Schwere, die du hast, wahr und registrierst, dass du wieder hier bist in der Welt, wo die Schwerkraft gilt. Und du wächst deinen Körper langsam auf, indem du anfängst, zunächst vorsichtig die Zehen und die Finger zu bewegen. Die Füße und die Hände folgen, Unterarme, Unterschenkel. Vielleicht magst du dich dehnen und strecken. Einmal die Hände über den Kopf räkeln. Vielleicht musst du gehen, so wie ich. Und so kommst du langsam wieder in deiner Realität an und mit einem nächsten tiefen Atemzug bereite dich darauf vor, dass du spätestens jetzt die Augen wieder öffnest, dich reorientierst und kraftvoll und stark in diesen Tag zurückgehst. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Sabine.